Meine Lieben, heute wende ich mich ziemlich spontan an euch, sozusagen mit einem ad hoc eingelegten Sonderzug. Auf meinen letzten Community-Beitrag antwortete ein Zuschauer, ich solle mein Sprachtalent nutzen und Geschichten oder Erzählungen schreiben. Nun kennt ihr von mir ja nur nüchterne Dokus über die Eisenbahn, in denen ich zwar gelegentlich mit Betonungen oder einzelnen Ausdrücken spiele, im Wesentlichen aber ganz emotionslos Daten und Fakten präsentiere. Die wenigsten von euch wissen, dass ich früher tatsächlich hin und wieder Kurzgeschichten sowie Erlebnis- und Reiseberichte verfasst habe. Der besagte Zuschauerkommentar brachte mich auf die Idee, euch mal mit einem älteren Werk aus meiner Feder zu konfrontieren, quasi einer Jugendsünde. Es handelt von einer bemerkenswerten Begegnung, die ich vor über 20 Jahren auf bzw. unter einer Feldwegbrücke bei Ramelsloh an der Güterzugstrecke von Buchholz zum Rangierbahnhof Maschen hatte. Heute wage ich also ein kleines Experiment und lese euch diese Erzählung mit dem unspektakulären Titel Eisenbahnschienen vor. Das Ganze illustriere ich mit historischem und halbwegs aktuellem Filmmaterial vom Schauplatz des Geschehens. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Die Wolken halten sich beharrlich an diesem Sonntagnachmittag im November. Nur selten geben sie den Blick auf das Blau des Himmels frei. Immerhin ist es nicht allzu kalt. Mütze und Handschuhe sind nicht erforderlich auf meiner Radtour. Ich erreiche eine Feldwegbrücke über die Güterzugstrecke Buchholz-Maschen in Höhe von Ramelsloh und steige vom Fahrrad. Der ideale Platz, um eine Pause einzulegen. Stille rundherum, nur von weit her schwebt das monotone Brummen der Autobahn über die Wiesen. Nicht zum ersten Mal stehe ich hier. Von Montagabend bis Samstagmittag tobt auf den beiden Gleisen das Leben, werden tausende Tonnen von Gütern aller Art hin und her gefahren. Nun tut sich nichts auf den Schienensträngen. Immerhin bringen die Vorsignale beider Richtungen etwas Farbe in den schwindenden grauen Novembertag. Gelb, auch wenn mir grün lieber wäre. Von unten dringt das Poltern von Schottersteinen an meine Ohren. Ich beuge mich über das Brückengeländer und staune nicht schlecht. Zwei Mädchen hocken auf den Gleisen und sind eifrig dabei, die Schienenköpfe mit Textmarkern zu bemalen. Man ist ja so einiges von den Schmierfinken gewohnt, an Wänden, auf Bänken, an und in den Zügen, aber auf den Schienen, das ist mir neu. »Na, was wird das denn?« rufe ich hinunter und beide blicken erschrocken auf. »Oh, hallo«, grüßt eines der Mädchen, schulterlanges braunes Haar, blaue Daunenjacke, schwarz-gelber Borussia Dortmund-Schal und richtet sich auf. Das Gesicht ist mir nicht völlig fremd, eine Schülerin meines Gymnasiums, drei oder vier Klassen unter mir. Auch sie scheint mich vom Sehen zu kennen. »Was machst denn du hier?« »Ich bin auf der Durchreise. Und selbst?« »Ja, wir malen so ein bisschen«, antwortet sie, während sich ihre auffallend rothaarige Freundin weiter um die Verschönerung der Schienen kümmert. »Da habt ihr euch ja genau den richtigen Platz ausgesucht«, erwidere ich ironisch und muss mir ein Schmunzeln verkneifen, den Ernst der Situation verkennend. »Aber malen auf den Schienen? Ein Zug? Dann könnt ihr doch wieder von vorne anfangen, falls der euch nicht sowieso wegputzt und über 500 Meter verteilt.« »Heute kommt eh keiner«, entgegnet sie unbeeindruckt, kniet wieder nieder und kritzelt mit ihrem violetten Marker einige Hieroglyphen auf die Schiene. »Kannst du das lesen?« »Nö, vielleicht sollte ich runterkommen.« »Ach, lass mal lieber.« »Du hast mich neugierig gemacht«, grinse ich und steige die Brückenböschung hinab. Eine halbe Minute später stehe ich neben den beiden am Gleis. »Wie heißt du überhaupt?«, möchte die Braune wissen. »Ich bin Katrin und das«, sie zeigt auf die Rote, »ist Ines.« »Gustav«, stelle ich mich vor und mache mich an die Begutachtung der Malereien. Unter der Brücke sind alle vier Schienen mit grüner und violetter Farbe bekleckst. Und das sind beileibe keine Kunstwerke, sondern die gesamten Sorgen und Probleme, die auf den Schultern der Mädels lasten. Hätte ich das gewusst, wäre ich brav auf der Brücke geblieben. »Scheiß Welt«, heißt es da unter anderem. »Warum bin ich überhaupt noch hier? Wieso? Wozu? Ich bin fett und hässlich, ich habe beschissene Noten, ich schwimme scheiße.« Ich blicke auf. Ines ist in ihr Geschreibsel vertieft. Katrin steht stumm hinter mir und starrt mich mit großen Augen an. »Mache ich einfallslos, um überhaupt etwas von mir zu geben.
und betrachte sie nachdenklich. Nö, fett und hässlich ist Katrin bestimmt nicht. Höchstens leicht pausbäckig und vielleicht mit etwas Babyspeck unter der dicken Jacke. Lies weiter, fordert sie mich auf. Jetzt hast du angefangen, jetzt kannst du auch alles wissen. Meine Eltern verbieten mir, auf Partys zu gehen. Ich darf noch nicht mal bei Ines übernachten. Ich liebe Michi Kilb aus Bendesdorf und hoffe, er mich auch, aber der hat eine dumme Freundin, steht dort geschrieben. Typische Teenager-Probleme? Sicher, aber deshalb sind sie ja nicht weniger ernst zu nehmen. In dem Alter ist man zu vielem fähig. Das wird noch deutlicher, als ich auf der benachbarten Schiene weiterlese. Alle nennen mich Scheiß-Nazi, weil ich mal was gegen einen Türken gesagt habe, der Ines doof angemacht hat. Aber ich bin kein Nazi und gar nicht ausländerfeindlich. Ich habe sogar schon einen Griechen geküsst. Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht mehr hier sein und mir ist kalt. Es folgt eine Aufzählung etlicher Personen, die sie hasst. Angefangen bei ihren Eltern, über ihre Geschwister zu den Mitschülerinnen und letztlich den Lehrern. Weiß eine geschätzt 14-Jährige überhaupt, was hassen bedeutet? Mir fällt nicht mehr als eine grauenhafte Floskel ein. Das ist doch alles halb so wild, man kann über alles reden. Das glaubst du, aber du kennst mich und meine Lage nicht, entgegnet Katrin. Es gibt nur eine, mit der ich darüber reden kann, Ines. Ja, das ist doch schon mal was, versuche ich sie aufzumuntern. Ja, klar, aber die anderen nennen mich, ach, du hast's gelesen, und die interessiert's nicht, was ich zu sagen habe und wie ich wirklich bin. Ach, lass die doch alle labern. Diese Schnacker darfst du gar nicht ernst nehmen. Und selbst wenn, die werden auch nicht schlauer, wenn du deinen Ärger hier auf die Schienen schreibst. Den letzten Satz hätte ich mir besser gespart. Der war nicht sehr einfühlsam, wie Katrins Reaktion beweist. Siehst du, du verstehst mich auch nicht. Ich atme tief durch und blicke mich hilfesuchend um. Was weiß ich, wie man mit jemandem wie Katrin umgeht und ihr helfen kann? Ich habe ja nicht mal eine kleine Schwester, die mich zum zertifizierten Mädchenversteher macht. Irgendwie fühle ich mich wie ein Darsteller in einer Daily Soap, obwohl ich direkt neben einer der bedeutendsten Güterzugstrecken Europas stehe. Die Vorsignale leuchten unverändert stechend gelb. Die Wolken im Südwesten lassen vereinzelt Strahlen der tiefstehenden Sonne durch. Aber diese erhellen weder mein Gemüt noch das von Katrin. Ich erwidere nichts auf ihren Vorwurf, sondern klaube einen zerknitterten Güterwagenzettel auf. Eine Interfrigo-Ladung, letzte Woche hier durchgekommen. Aus meiner Verlegenheit schafft mir das keinen Ausweg. Dafür wird Katrin gesprächig. Mit leiser Stimme redet sie sich alles von der Seele, erzählt von Misserfolgen im Schwimmverein und häuslichen Problemen. Aber was soll ich dazu sagen? Ich gebe zu, ich habe Angst, ihr einen Tipp zu geben, den sie falsch versteht, und ihr alles noch schlimmer macht. Dennoch höre ich ihr aufmerksam zu. Noch immer kündigt sich kein Zug an und das ist gut so. Zwar würde ich Katrin trotz ihrer düsteren Ausführungen kaum als suizidgefährdet einschätzen. Allerdings beschleicht mich ein mulmiges Gefühl bei der Vorstellung, die beiden Mädels allein am Bahndamm zurückzulassen. Katrin ist fertig und schweigt. Ich schweige ebenfalls und überlege fieberhaft, was ich erwidern soll. Sicher, dass sie etwas anderes als wenig tröstliche Phrasen erwartet, vielmehr die ultimative Patentlösung, wie sie sich aus ihrer Lage befreien kann. Doch mein Kopf ist leer. Ich bin völlig hilflos, das kenne ich überhaupt nicht von mir. Am liebsten würde ich mich einfach umdrehen und davonlaufen. Was will eine 14- oder 15-Jährige in dieser Situation hören? Was kann ich für sie tun? Völlig unverhofft in die Rolle des großen Bruders schlüpfen zu müssen? Nee, das ist kein Spaß. Aber gibt es jetzt noch einen Ausweg? Es gibt ihn, aber nur, weil das Schicksal mitspielt, denn nun hallen die Glockenschläge vom Ramesloher Kirchturm über die Wiesen. 3, 4, 5. Oh shit, um 5 sollte ich zu Hause sein, entfährt es Katrin. Scheiße, da krieg ich gleich wieder einen Einlauf. Hastig verabschieden sich beide und stolpern die Böschung hinauf. Wenige Sekunden später sind sie verschwunden. Ich bleibe am Gleis zurück. Nach kurzer Zeit kommt mir die ganze Sache vor wie ein schlechter Traum. Aber da sind die Hinterlassenschaften auf den Schienenköpfen und die sprechen eine deutliche Sprache. Was soll ich tun? Ich weiß es nicht, ich möchte nicht mehr hier sein und mir ist kalt. Einerseits bin ich erleichtert,
dass mich die Kirchenglocke in letzter Sekunde erlöst hat. Andererseits überkommt mich eine gewisse Betroffenheit. Normalerweise helfen mir Radtouren, den Kopf freizukriegen und eigene Sorgen und Nöte zu verarbeiten, weshalb sie eine sehr schöne Art der Zerstreuung darstellen. Und jetzt geschieht genau das Gegenteil, belasten mich Probleme anderer Leute, die ich so gut wie gar nicht kenne. Langsam erklimme ich die Brücke. Auf der ins Dorf führenden Straße ist nichts mehr von Katrin und Ines zu sehen. An der Feldwegbrücke ist es so einsam wie immer, wenn ich hier stehe und Güterzügen nachschaue. Durch die Spalten der Wolkengebirge dringen letzte Sonnenstrahlen. Nebel steigen aus den umliegenden Wiesen auf und es kühlt merklich ab. Das Vorsignal Richtung Maschen wechselt auf Fahrt erwarten. Noch übertönt das Autobahndröhnen das Rumpeln des nahenden Zuges. 3 Minuten später erscheint das Spitzensignal der Lok unter der Straßenbrücke 1 Kilometer südlich. 3 Lichter bahnen sich ihren Weg durch den Dunst. Die Schienen beginnen zu singen. Dann rattert eine E-Lok mit einem fröhlich bunten Containerzug unter mir hindurch. Nur die Achszähler wissen, wie viele Räder über Katrins Aufzeichnungen hinwegklappern, sie zur Unkenntlichkeit verwischen und ihre Probleme so einfach wie nichts aus der Welt schaffen. Fröstelnd stehe ich im Halbdunkel auf der Brücke und blicke nachdenklich dem Güterzug hinterher. Der letzte Wagen hat eine Flachstelle. Noch lange hallt ihr gleichmäßiges Schlagen über die Wiesen. Das 1,5 Kilometer entfernte Hauptsignal springt auf Rot. Unablässig wie ein Uhrwerk rumort es in meinem Schädel. Immer wieder sehe ich Katrin vor mir und höre ihr vorwurfsvolles: "Siehst du, du verstehst mich auch nicht." Doch, verstanden habe ich sie schon, aber helfen konnte ich ihr nicht. Auch an diesem Sonntag im November wird sich Katrins Situation nicht ändern. Eisenbahnschienen bieten keine Lösungsvorschläge für Teenager-Probleme. Sie sind stumm und kalt. Mit dieser traurigen Erkenntnis besteige ich mein Fahrrad und rolle in Richtung Heimat. Zurück bleiben eine verwaiste Feldwegbrücke und eine ebenso leere Bahnstrecke. Für Sekunden linst die Sonne knapp über dem Horizont unter den Wolken hindurch. Ein Abschiedsgruß an den schwindenden Tag. Dann legt sich die Nacht wie ein schwarzes Tuch über die stillschweigende Szenerie. Tja, das war er, der etwas andere Film auf diesem Kanal. Schenkt mir ruhig einen Kommentar, ob ihr eine Wiederholung wünscht oder ob ich es bei Bahnhofsporträts, Streckenbeschreibungen, Hintergrundinformationen zum Eisenbahnbetrieb und so weiter belassen soll. Eine Begegnung wie damals unter der Feldwegbrücke bei Ramelsloh hatte ich auf meinen zahlreichen Ausflügen nie wieder. Allerdings hätte ich in späteren Jahren auch nicht mehr so vergleichsweise seelenruhig daneben gestanden und die Mädchen auf den Schienen malen lassen, sondern versucht, sie irgendwie aus dem Gefahrenbereich zu holen. Wer einmal eine Bahnleiche gesehen hat, reagiert allergisch auf Personen im Gleis, die dort nicht hingehören. In der Schule lief ich Katrin danach gelegentlich über den Weg, bis sie eines Tages an ein anderes Institut zur geistigen Ertüchtigung wechselte. Heute soll sie verheiratet und Mutter eines Sohnes sein. Und wenn sie keine Gustav-Richard-Abonnentin ist, erinnert sie sich vermutlich nicht mehr daran. In einem anderen Leben ihre Sorgen auf die Schienenköpfe einer zweigleisigen elektrifizierten Hauptbahn gepinselt zu haben.